Okay, dann fangen wir endlich an. Fuck, meine Arbeit. Und, wie viele waren's? 220. Gestern hat er 350 geschafft. Ja, das ist so beim BVG-Fahren, ich verstehe es, warum die alle krank sind, Alter. Ja, weil die sich, weil du... Scheiß kalt draußen, ich puck mich voll ein. Dann fahr ich noch in die falsche Richtung, Theodor Holzmann, ich guck's nur, hä, warte mal. Schwitzen direkt in der Genau, fang an zu schwitzen, komm rein, muss mich wieder ausziehen, wieder anziehen, Alter. Genau, dann fängst du fest noch einen Griff an, den auch 10 Kranke vorher angefasst zu haben. Ja. Berlin-U-Bahn fahren ist direkt Müll. Besorgt euch einen Führerschein. Und Premiere, der Afrikaner kommt mal wieder zu spät. Was für eine Premiere, Alter. Boom, Alter! Oh, was los? Man hat Bart geschnitten, Lisa, ja? Musste. Playboy. Jetzt kommt Schatten los. Alright. Let's fuck him up. Okay, Coach, was machen wir jetzt? Also, jetzt machen wir meiner Meinung nach Vitus Lieblingskombo. Ja, seine besten Waffen, Knie und Kopfhaken. Das heißt, richtig explosiv. Rechtes Knie hochziehen, absetzen, linker Kopfhaken, rechter Kopfhaken, Step nach vorne, linkes Knie nachziehen. Ja, es klingt gerade noch easy, aber wenn er anfängt zu ballern, dann sieht es auch mies aus. Ja, Freunde, was soll ich dazu sagen? Das ist eine fucking Endlos-Kombo. Ich frage mich, wie oft soll ich das machen? Solange du umkippst. Das ist das Shit, ne? Okay, Coach, für mich Bewegungstrigastheniker. Zeig mal, wie das Ganze jetzt in Action aussieht. Wir fangen jetzt damit an. Ich mach's erstmal langsam. Rechtes Knie vorne absetzen, linker Kopfhaken, rechter Kopfhaken. Linkes Knie vorne absetzen, rechter Kopfhaken, linker Kopfhaken. Wenn wir das jetzt ein bisschen mit Power machen, sieht so aus. Richtig reinballern. Ja? Es sieht so aus wie eine Endlosschleife, aber du hast Zeit. Knie, bumm. Der Gegner muss das Knie sowieso gerade erstmal verarbeiten. Und dann knall ich rein. Links, rechts, linkes Knie, bumm, absetzen. Rechter Koffer, linker Koffer. Aber die Koffer müssen hintereinander kommen. Bumm. Okay? Ich bin schon wieder drauf, glaube ich. No zum Kau! Let's go! Okay, stopp. Genau. Wenn du so vom Tempo machst, dann kannst du auch knallen und kommst du auch nicht durcheinander. Deswegen sage ich, lass dir die Zeit. Lieber knallst du, anstatt 100 Schläge, weil du wirst nie im Kampf 100 Schläge schlagen. Bei dir ist eher so, BAM! Und dann muss der andere das Ding erstmal wegstecken. Ich versucht, so wirklich so jeden Einzelnen mit Power zu machen. Das heißt, genau dieses Tempo, reinballern, knallen. Ich spüre es sogar an meinen Knien, Alter. Genau. Was? Alright. Keep on rolling, baby. Ah. Ja. Sehr schön, komm. Ja. Komm. Wir wollen zerstören, nicht streicheln. Wir wollen töten, nicht leben lassen. Okay, wir gehen jetzt rüber zu den Thai-Pads. Middle Kicks. Oh Mann, meine Unterarme freuen sich jetzt schon.
Deswegen habe ich Boxpratze gemacht und habe mich jetzt schön aus der Affäre gezogen und muss ihm keine Kicks halten. Tja, Leute. So viel zum Thema Weisheit kommt mit dem Alter. Nein, Mann, die Jugend ist ausgefuchst. Sie wissen, wie es läuft. Smart as fuck. Okay. Machen wir einmal locker. Da, je nachdem werde ich entscheiden, ob ich dann doch die großen Pratzen nehme. Einmal locker. Ich nehme doch die großen. Das war locker. Das hat gezwirbelt an den Haar. Für die, die sich jetzt fragen, was wir machen, ganz einfach. Kicken. Vito wird jetzt Mittelkicks machen. Vito ist ein Bär. Ein Berg. Das heißt, wir haben gar nicht vor, konditionell dem anderen, natürlich auch, Kondition gehört auch dazu, aber jeder Schlag, jeder Tritt soll dem anderen so wehtun, dass er sich Runde für Runde eigentlich überlegt, aus dem Ring zu rennen. Versteht ihr, was ich meine? Wer es nicht versteht, kann gerne herkommen und es ausprobieren. Freunde, kurz gesagt, in Zukunft werden sich die Leute einen Drahtschneider mitnehmen, um sich einen verfickten Ausgang in den Oktagon zu schneiden. Alright, fuck them up. Ey, das sind scheißegal, kick mich aus dem Bild. Ich mach jetzt wie Mirko Rosig. Wollt ihr meinen Speed sehen? Wollt ihr meinen Speed sehen? Und dann ist Schnee halt. Mit Dampf. Noch ein bisschen höher. Noch hier die Mitte. Komm! Hey, oh, oh, hey. Hol nochmal. Hey. Oh. Hey. Oh, komm, härter. Oh, noch ein bisschen näher. Mitte. Ui, sehr schön. Komm. Ui, nochmal. Ui, ey. Die Kicks gefallen dir. Der ist schlecht gelaunt. Ui, komm. Ist das alles? Ui, bisschen näher. Ist das alles? Komm. Boom. Ui, Zeit. So kickt man. Kleine Hausaufgabe für die, die Serie wirklich verfolgen und gucken, wie du sich wirklich verbessert. Guck dich mal die allererste Folge an, das habe ich letztens auch mal gemacht, und guck dich mal, wie er da Schattenboxt und wie er in die Pratze reinhaut. Ich würde sagen, da gibt es einen ganz kleinen Unterschied auf jeden Fall, von der Kraft und von der Technik her. Ganz klein. Können wir uns auf jeden Fall gegenseitig auf die Schulter klopfen. Jo. Geil. Jetzt das andere Bein, schön schmettern. Wie sagt immer unser Coach, keine Freundschaft vor dem Kampf. Wir sind keine Freunde. Nach dem Kampf gerne, wir gehen was essen. Aber davor sind wir keine Freunde. Ui, Mitte, zieh die Mitte. Und dann. Ui, Mitte, noch höher, hier. Ui, Ui, komm, gib ihn. Ui, Mitte, Mitte geht. Ui, ja, sehr schön, schön mit Schienbein. Ui, okay. Das ging auf die Leber mit meinem eigenen Ellbogen. Also der Kick war so hart, dass ich mir gerade mit dem Ellbogen in die eigene Leber gehauen. Aber geil. Du hast den Coach K.O. gehauen, bitte. Coach Nummer 1, K.O. Coach Nummer 2 steht warte, immer noch. Warte, da muss man immer eins sagen. Jeder, der mich kennt, weiß, Aristo geht nie K.O. Du bist gerade eben K.O. Ich fresse Knie mit meinen Zähnen. Ja. Du kannst es bezeugen. Also jeder hier mal so eine Nahaufnahme, die Lücke, die da ist, die steckt in dem Knie von dem anderen. Deswegen sind meine Zähne auch schief. Aber so ein Knie schmeckt eigentlich ganz gut. Ein bisschen Salzen, Pfeffer. Schöne Kick, schöne Kick. Deswegen, Freunde, ich habe genug zu essen zu Hause. Deswegen fresse ich nicht die Knie der anderen, sondern fütter die mit meinen. Jetzt. Guck mal, Vito. Mein Lieblings-Frontkick. Guck mal für den. Wir haben halt die normalen Pumpen. Ja? Das sind so die normalen Dinger-Pumpen. Ja? Zum Stoppen oder auch Angriff. Oder hier den hier. Ja? Wirklich, aus dem Stand. Lässt dir die Zeit, er bewegt sich, du guckst, er will kommen. Denk daran, lass dir die Zeit und dann kriegst du diesen verdammten. Also, ich habe das Ding gerade an die Wand gekickt. Ja. Und ich will, dass du das auch machst. Genau das habe ich mir gerade so als Messlatte gesetzt. Ich habe genau geguckt, wie der Sack gegen die Wand geknallt ist. Und das Einzige, was gerade in meinem Kopf ist, der muss scheppern. Weißt du was, den linken brauchen wir nicht mehr. Konzentriere dich auf den da. Boom. Noch mehr. Ja. Versuch das Bein hinten abzusetzen. Nochmal. Aber die Decke trotzdem oben lassen.
Ja, sehr schön. Ja, ja, wieder. Genau. Noch überraschender. Er macht erster Mittelkick, du chillst. Zweiter, du chillst. Dritter, du chillst. Und dann kommt dieses Ding. Es kommt aus dem Nichts. Genau. Ja. Bisschen höher. Bisschen höher. Bisschen. Ja. Ein bisschen noch. Sein Gesicht will ich das Ding haben. Ja, sehr schön. Kurz Pause. Alter. Guck mal, Julian sitzt sich hier drauf und die Prinzessin. Digga, du solltest mal abnehmen, Alter. Halt die Fresse. Schneid es aus dem Video auch raus. Psycho? Psycho. Geht doch, oder? Psycho. Also ich find's okay. Du drückst ihn, das ist wie im Fight. Du bist ein Riese. Du verkürzt den Weg. Ja? Der Gegner kommt nicht mehr raus. Jetzt bleibst du stehen. Er schlägt. Boom, du Konter. Er kommt hier. Boom, du Konter. Boom, jedes Mal. Du kommst mit einer harten Hand. Wenn der Typ sich traut zu kontern, schmetterst du ihn ein paar. So, bringst ihm wieder Respekt bei. Julian ist jetzt dein Gegner. Ich will, Julian schlägt. Ja? Du chillst erstmal. Erstmal. Wir gehen in die Ringmitte. Ganz wichtig ist beim Kampfsport, ganz, ganz wichtig. Lernen, den Gegner psychisch zu drücken. Viele denken unter drücken, die meinen das hier. Das meine ich nicht mit drücken. Julian bewegt sich. Ja? Er bewegt sich. Er will ja weg von mir. Ja? Und ich schneide ihm den Weg ab. Das heißt, ich drücke ihn. Weil umso mehr er sich bewegt, umso mehr ich ihm den Weg abschneide, umso näher kommt er sozusagen, ob es jetzt die Ringseile oder der Cage ist, ist egal. Er kommt sozusagen, irgendwann kommt er nicht mehr weiter. Er bewegt sich, ich schneide ihn den Weg ab, er bewegt sich, ich schneide ihn den Weg ab. So, und jetzt ist er wieder Maus in der Falle. Das heißt, er hat jetzt, Vito, du bist ein Berg. Das heißt, wenn ein Vito jetzt hier steht, wird es für Julian relativ eng, ob er seitlich rausgeht oder wie. Das Einzige, was er machen könnte, er könnte jetzt in den Clinch gehen, aber machen wir jetzt nicht. Das heißt, für ihn jetzt als Fighter bleibt jetzt nur noch der Weg nach vorne. Angriff. Ich stehe. Bam! Huam! Ja? Er kommt wieder. Bam! Huam! Er kommt wieder. Bam! Huam! Jedes Mal, wenn er mit einer Hand kommt, sozusagen sich rauskämpfen will, bringe ich ihm wieder Respekt bei. So nach dem Motto, du traust dich gerade zu schlagen? Okay. Ja? Bam! Huam! Bam! Huam! Bam! Huam! Bam! Huam! Ja? Ich hab ihn in der Ecke, ich lass ihn gar nicht mehr raus. Und das ist dein Spirit, weil dadurch, dass du groß bist, ich brauche nicht. Lass die anderen tänzeln, die müssen von dir weg. Jetzt fangen wir der Ring mit an. Vito, du bist ein Berg. Er kann gar nicht an dir vorbei. Seitlich, immer seitlich bewegen. Genau. Genau. Wenn er in der Ringecke ist, wenn er rechts haut, halt nur die Kopfhaken erstmal hin. Bam. Oh nein. Ey, du sollst ihm Respekt wieder einflößen. Ja, das ist Respekt. Ja, komm, Respekt einflößen. Jetzt. Da fehlt mir noch die Hut mehr. Warte. Ja, das hätte noch ausschlagen sein können. Bestraf ihn. Und zwei. Kurzer Hund. Jeder deiner Schläge ist eine Bestrafung an ihn. Jeder deiner Schläge ist eine Bestrafung an ihn. Diesen Satz wiederholst du in deinem Kopf. Jeder deiner Schläge ist eine Bestrafung. Eine Bestrafung. Das ist kein Hey. Jeder deiner Schläge ist eine Bestrafung. Und so muss es sich für ihn fühlen. So musst du es psychisch umsetzen. Psycho? Guck mal, der Chef müsste sich hier einsam machen. Voila ist Bestrafung diese. Voila diese. Jetzt hast du die Möglichkeit, ihn für jeden Scheiß, den er da gemacht hat, zu bestrafen. Jetzt kannst du es machen. So, ja, du bist hier okay. Das war vorhin Logik, hä? Boom! Boom! Für alles kannst du ihn jetzt bestrafen. Für alles. Alles kannst du ihm jetzt zurückgeben. Und genauso musst du denken. Boah, ich spuck schon, weil ich so... Dann zieh dir mal die Pratzen und lass dich mal bestrafen, Alistair. Ja.
Also warte, nee, mein Daumen leider. Sorry, mein Daumen ist am Arsch. Mein Daumen ist am Arsch. Ja, Freunde, das ist das Erste, was man im Kampfsport lernt. Oh, tut mir leid, meine Verletzung geht. Ich würde so gerne, aber... Ich würde so gerne, aber... Schmetter ihm einfach! Ja! Ja! Pa! Ja, Rafi! Pa! Ja! Das war eine Bestrafung, ja. Stell dich! Ja, du streichelst so süß von hinten. Okay, nehme ich zurück. Ich habe gerade gesagt, du streichelst ihn plötzlich, fliegt die Pratze weg. Aber jetzt hast du es kapiert. In der Mitte warst du ruhig, wenn du ihn hattest, hast du geballert. Komm, schnell. Ich mach eine Pause. Nee. Ja, Freunde, ihr seht das. So ist das mit zwei Coaches. Hey Mann, mach eine längere Pause, steh auf. Ich dachte, ich bin Öl. Kennt ihr nicht Öl? Guter Bulle, böser Bulle, ey. Genau. Welcher bist du? Scheiße, ich hab nur böser Bulle und abgefuckter Bulle, Alter. Das ist es. Nein, das ist so schon der gute Bulle. Muss man ihn schon lassen. Und ich bin der böse und abgefuckte. Er ist der korrupte, abgefuckte. Der korrupte. Okay, wieder bewegen. Wir sind wieder in der Ringmitte und du stellst dich. Du drückst ihn gerade. Du lässt ihm die Option, jetzt wird kommen. Ja, genau, jetzt drücken. Du hast eine Hand zum Bestrafen. Ja, da gab es aber keine. Da gab es nichts. Ist aber nichts gehalten. Ja, genau. Du haust deine Hände. Oh, das war keine Bestrafung. Ah. Ja, yeah, das war eine Bestrafung. Bestraf ihn! Ja, und wieder stellen.